Servus Leute, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Jo, ihr seht, wir stehen eigentlich an derselben Stelle. Uneigentlich hatte ich ja gesagt, ich werde mir auf jeden Fall hier noch die zwei Pokémon einmal schnappen und das habe ich auch gemacht. Jetzt muss man nur schauen, wo sie sind, damit ich es euch zeigen kann. Sind sie überall nicht? Auch nicht. Auch nicht? Na, das gibt's doch nicht. Warum ist es sich denn versteckt? Die zwei. Na, okay, hier haben wir das Bitora. Das konnte ich noch fangen und auch das gute Reißlaus hat geklappt. War ein bisschen aufwendiger, das zu bekommen, sag mal es mal so. Okay, wir schauen jetzt einfach mal. Okay, ein Kiesling, das haben wir auch noch nicht, wurde uns gerade angezeigt. Das heißt, das könnten wir uns hier eigentlich auch gleich noch besorgen. Wir probieren es mal mit einem Donnerschlag. Was für mich eigentlich immer noch komisch ist. Okay, ist paralysiert. Dass wir ein Stein-Pokémon mit Donnerschlag angreifen können. Weil normalerweise hatten Blitzattacken eigentlich auf Gestein. Ja, okay, könnte auch sein, dass es auf Bodenattacken oder auf Boden-Pokémon war, die keine Wirkung hatten, aber gegen Gestein-Pokémon war es früher ja eigentlich immer extrem uneffektiv. Oder ja. Ja, deswegen wundert es mich ein bisschen. Okay, aber das Kiesling scheint hier auch einen echt coolen Effekt zu haben mit der Bruchrüstung. Das wusste ich gar nicht, dass das quasi jede Runde geht. Dass quasi die Rüstung bricht und dass er dann dadurch weiter Initiative gaint. Das ist ja auch nice. So, da haben wir es gefangen. So, Gestein. Hier haben wir es aktualisiert. Nee, wollen wir nicht geben. Kannst gern mal in die Box gehen vorerst. Und mich. Würde es interessieren, was das da hier für ein Pokémon ist. Ah, okay. Das ist sogar ein Brimova. Ja, das ist ja nice. Beziehungsweise, was heißt nice? Das wird's. Das brauchen wir hier auf jeden Fall auch noch. So, können wir direkt zwei weitere Pokédex-Einträge hier in den ersten paar Minuten verzeichnen, höchstwahrscheinlich. Weil das sollte eigentlich auch drin bleiben. Genau so ist es auch. Boah, wie ihr seht. Also, wir sind schon gerade vom Level her extrem hoch, was das angeht. Das aller empfohlenen Pokémon gefangen. Fantastisch. Ja, das ist ja sehr schön. Okay, jetzt wird ein Picuda empfohlen. Nee, wollen wir mal keinen geben. Und du gehst mal in die PC-Box. So, mit welchem fangen wir denn an? Das hier, das kann malen. Na komm, wir nehmen mal das Waggon nach vorne. Ich meine, mit dem haben wir nicht so viel gekämpft. Das hatte in der letzten Folge seinen ersten Auftritt. Aber das darf jetzt hier auch mal ein paar Kämpfe hinter sich bringen. Und war gar nicht mal so eine schlechte Idee jetzt hier gegen das Voldi das Waggon zu bringen. So, können wir die Antikraft bringen? Ah, vielleicht hätte man aber erst eine Nitro-Ladung nehmen sollen.
Aber wir sind so oder so schneller. Okay, gegen was wird's ausgetauscht? Kranowitz ist nicht gerade das Beste, aber auch nicht gerade das Schlimmste. Wir hoffen jetzt einfach mal. Okay. Schaden könnte besser sein. Ein Treffer noch. Schade. Okay. Nochmal Brüller. Also wie gesagt, hier steht auf jeden Fall der nehmen wir Felsgrab. Der erste Pokémon oder beziehungsweise der erste Poké-Job an der Tagesordnung jetzt für heute. Den will ich auf jeden Fall mitnehmen. Pikachu-Ladungsstoß. 80, wir haben hier 120, wir haben hier 90. Naja. Braucht man nicht. Ich meine, falls wir der Meinung sind, dass das braucht. Okay, gegen Flitiamo hätte ich eigentlich wieder Nocturne mit Donnerschlag einsetzen können. Aber ist jetzt nicht schlimm. Ein Felsgrab müsste hier eigentlich auch relativ effektiv sein normalerweise. Genau, so ist es. So, Nocturne und Waggon direkt wieder eine Stufe aufgestiegen. Boah, ich glaube, der nächste Arenaleiter, der Kabu, der wird's schon hart geschändet. Ach so, was ich noch sagen muss, das wird wahrscheinlich jetzt auch so sein, bis ich weiß, woran das liegt. Aber ihr werdet es wahrscheinlich mitbekommen haben, beziehungsweise es ist ja nicht zu überhören, haha, Wortwitz. Es gibt keinen Sound momentan, beziehungsweise keinen Ingame-Sound und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich werde es auf jeden Fall gucken, dass ich es irgendwie wieder hinbekomme, den Ingame-Sound mit reinzunehmen. Wenn nicht, dann, jo, keine Ahnung. Also, falls er wichtig ist, der Ingame-Sound für euch, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann schaue ich, dass ich dafür zu 100% eine Lösung finde. Falls nicht, dann, ja, würde ich es einfach so weiterlaufen lassen, aber ich glaube, es ist sogar. Ich weiß nicht, ob ein Streamlabs OBS Update reingekommen ist oder ob ein Update oder ob es mit einem Update von Windows zu tun hat, aber irgendwie jetzt ist heute so mit die erste Aufnahme, beziehungsweise auch die gestrige Aufnahme, wo es halt eben keinen Ton gibt und ich weiß eben, wie gesagt, noch nicht, woran das liegt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass hier nichts kaputt ist. Weil es wäre halt wirklich schade. Gerade wenn auch die Game Capture Card kaputt wäre, das wäre halt wirklich ein Super-GAU. Gerade halt, weil die auch extrem teuer ist. Ja. Spezialangriffsbasiswert dauerhaft zu erhöhen, okay. Nochmal eine. Was haben wir hier? Nochmal eine. Prachtfeder. Ja, okay. Also wir haben zwei, die. Okay. Sehr schön. Also wir haben zwei, die ordentlich was bringen. Hier sind wir wieder bei der Eröffnungsfeier. Müssen wir jetzt wieder gegen jemanden kämpfen? Höchstwahrscheinlich. Ja, war eigentlich fast klar, dass wir gegen jemanden kämpfen müssen. Hallo, Pokeshocks, richtig? So ganz zurückhaltend und schüchtern steht sie da, die gute Mary. Aber das sind schon die Fangirls und Boys von ihr. Und die guckt richtig erschrocken, dass wir quasi keine Ahnung, ihre Aufforderung zum Kampf angenommen haben. Damit hat sie wohl nicht gerechnet, aber. So wie sie gekleidet ist und wie sie sich gibt, hat die auf jeden Fall einiges an Unlicht-Pokémon am Start. So,
Wegen. Jetzt habe ich nicht geguckt. Aber wir erhöhen erstmal unsere Initiative. Okay, das könnte böse enden. Ist gerade nochmal gut gegangen. Das ist nicht effektiv. Okay, ja, ich muss sie mit irgendwas angreifen. Wenn sie jetzt nochmal Vergeltung einsetzt, dann war es das mit dem Waggon. Naja, okay, es setzt leider nochmal Vergeltung ein. Dagegen kann ich halt leider nichts machen. Wenn es den Erstschlag hat. Naja, komm, wir nehmen das Kranowitz. Müsste ja auch vom Typ Kampf noch sein, Glibunkel. Ja, richtig. Und da sind ja Flugattacken, wie gesagt, besonders effektiv. Auch wenn sie es jetzt hielt, wird es höchstwahrscheinlich keinen Einfluss haben. Der wird wahrscheinlich gewonshottet werden. Ja. Also Kranowitz und Kramos sind, beziehungsweise Kramo ist schon ein krasses Pokémon nachher. Das ist schon krass stark. Okay, jetzt kommt das gute Morpeko. Na ja, komm, wir kämpfen mal weiter. Aber es müsste eigentlich auch. Na, ist auch vom Typ Unlicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Welche Attacke Biss? Warum? Willst du uns beißen oder was? Okay. Also die Verwandlung von dem Morpeko ist schon nice. Also klar, ich wusste schon, dass es kommt. Aber mich flasht es immer wieder, okay? Dass sich das die ganze Zeit so verwandelt. Quasi seine dunkle Seite hier zeigt. Okay, das Kranowitz hatte hier nicht den Hauch eine Chance gerade. Weil es halt auch die ganze Zeit zurückgeschreckt ist. Und es wechselt wieder in seinen Dark Mode, okay? Na gut, dann probieren wir es mal mit dir. Ist jetzt die Frage, bringen mir Kampfattacken was oder nicht? Ich probiere es einfach mal. Oh, okay. Also, die Kampfattacke ist sogar gegen das Morpeko sehr effektiv. Dann will ich mal nichts gesagt haben. Also, gerade so vom Stil her wäre Morpeko eigentlich auch ein Contender hier fürs Team. Gerade weil es halt, keine Ahnung, die Farbe an sich dran ändert. Das ist halt einfach schon cool. So, ist Zurukex. Haben wir ja auch einige gesehen in der Galarmine. Na, dieses Pokémon ist echt. Hält sich die Hose fest, damit sie nicht runterrutscht. Und so kann man es natürlich auch machen, um das Pokémon Center zu vermeiden. Man hielt sich natürlich im Kampf voll, ist natürlich klar. Was anderes hätte man hier jetzt auch nicht erwartet. Also sie hatte wohl erwartet, dass wir schwächer sind, ne? Ihre Companeros hinten im Hintergrund sind auch niedergeschlagen, dass sie verloren hat. Okay, also der Blackscreen war ein bisschen lang. Beziehungsweise der Blackscreen, der halt eben die Nacht simulieren sollte. Er war völlig aus dem Häuschen. Er meinte, er hätte mit Hilfe der Infos auf Chaos Leo die perfekte Strategie gegen ihn ausgeklügelt. Okay, dann bin ich mal gespannt. Weil wir werden den Hop jetzt wieder sicherlich vor der Arena treffen. Okay, die Gute gibt uns hier noch zwei Feuerheiler. Und wir gehen nach vorne und schnappen uns den Orden. Aber vorher. Jetzt stehen wieder die Leute da und jubeln uns zu. Vorher gehen wir mal noch runter, weil jetzt quasi die anderen Pokémon ins Team nehmen können.
Weil das Gymsticks wird uns an der Arena nicht wirklich viel bringen. So, aber bei den Pokéjobs waren wir. In Galar suchen zahlreiche Firmen nach Pokémon, die ihnen bei bestimmten Aufgaben helfen können. Du kannst diese Firmen unter die Arme greifen, indem du die Pokémon zu ihnen schickst, nach denen sie suchen. Wenn sie zurückkommen, haben deine Pokémon sicher so einiges dazugelernt. Die Auswahl an Pokéjobs wird einmal am Tag aktualisiert. Je öfter du deine Pokémon aushelfen lässt und je mehr von ihnen du losschickst, desto mehr Belohnungen warten auf dich. Hilf aus, so oft du kannst. Okay. Also, Hilfe bei der Feldarbeit. Wir suchen Pflanzen-Pokémon für unseren Gemüseanbau. Jetzt bin ich mal gespannt, habe ich irgendwie. Skotomi müsste doch eigentlich gehen, oder? Skotomi müsste gehen. Und sonst habe ich nicht wirklich ein Pflanzen-Pokémon. Ja, die momentane Auswahl reicht mir. Ja, es kann ruhig den ganzen Tag. Okay. So, Netzproduktion. Tüchtige Käfer-Pokémon, die Zeit und Lust haben, uns beim Weben der neuen Netze zu Hand zu gehen. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Käfer habe ich eigentlich auch nur das hier. Sind alles keine Käfer-Pokémon. Doch, das Reißlaus müsste noch eins sein. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, jetzt werden beide angezeigt. Ah, das ist auch cool. So, und vielseitige Stoffe. Wir suchen nach Normal-Pokémon, die uns bei der Herstellung von vielseitigen Stoffen helfen. Okay, so kannst du. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass diese. Dass diese Pokémon hier jetzt quasi, wenn die zurückkommen, einiges an Erfahrung bekommen haben. Ist jetzt die Frage, ob das. Skalar-Mauzi oder war das der Mauzinger? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir werden sehen. Wir werden es sehen. Aber so könnt ihr auf jeden Fall die Pokéjobs machen und je nachdem, also es wird wahrscheinlich kein kompletter Tag wie bei uns sein, sondern halt ein Ingame-Tag. Und da müssen wir halt gucken, wie das Ganze hier halt vonstatten geht. So, wir nehmen jetzt erstmal das Gymsticks raus, haben wir gesagt. Und das Bitora rein. Beziehungsweise jetzt können wir auch mal gucken, weil, wenn wir hier hingehen. Lehmschelle, Kratzer oder Panzerschutz. Aquaknarre, Zornklinge, Kratzfuhren, Antikraft. Nö, ist eigentlich relativ gut aufgestellt hier. Na, ich hoffe mal, es hat jetzt nicht allzu arg gerüttelt. Aber jetzt können wir. Ich denke, wir sind eigentlich relativ gut aufgestellt gegen den Kabu. Den können wir direkt eigentlich mitnehmen. Kraftwurzel, Premierball.
Elektronetz, Whirlpool, Sandgraben. Okay, ich habe nicht wirklich was, aber der. Das Kamalm hat keine Wasserattacke, ne? Naja, komm, wir lassen es mal Felsgrab verlernen und bringen den Whirlpool bei. Weil ich denke, die Wasserattacke ist auf dem schon wichtiger als die Gesteinsattacke. Zumindest was jetzt den nächsten Arenaleiter angeht. Da auf jeden Fall. So, aber dann haben wir wirklich gut was ab. Ah, da ist der gute Hopp. Jetzt bin ich mal gespannt. Na, okay, er hat sich eben mal den Feuerorden geschnappt, okay? Also hat der Kabu alt gegen ihn ausgesehen. Zumindest hat er es ja so gesagt. Okay, er steht wieder da. Ja, komm, wir probieren es sofort. Hier unser schöner Anzug mit der Nummer 7. Und es sieht einfach eiskalt aus wie ein Inferno-Pot. Gut, ich weiß ja, dass er eins hat, aber ich finde es schon immer wieder krass, dass es wirklich aussieht wie ein Inferno-Pot. Einen Punkt gefangen in Pokémon 2. Sobald du 5 Punkte gesammelt hast, gilt die Arena-Mission als bestanden. Okay. Okay, hier ist das Vulpix, das erste Pokémon. Okay, jetzt bin ich echt mal gespannt. Vulpix setzt eine schon ein. Okay, auf uns ist es nicht effektiv. Dampfantrieb von dem Cloncat wirkt. Setzt Tackle ein. Okay, wir probieren es jetzt nochmal. Okay, das setzt auch Tackle ein. Die Frage ist jetzt, wenn wir es besiegen, wer bekommt die Punkte? Wahrscheinlich derjenige, der wohl den Last Hit gemacht hat, oder? Okay, das wären in dem Fall jetzt wir. Ah, es ist schon so lange her, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich glaube, wir müssten den Punkt kriegen, weil wir es besiegt haben. Okay, ja, wir haben einen Punkt bekommen. Okay. Da mischt sich jetzt die andere mit ein. Aber das gute Lichtel können wir eigentlich fangen, oder? Okay, das schickt Thermopod in den Kampf. Wir probieren es mal mit einer Aquaknarre. Oh, okay. Es hat sich hier gut auf mich eingeschossen. Ja, also so der erste Eindruck des Pituras
Ist ein echt cooles Pokémon, aber so ein bisschen schwach noch. Die Weiterentwicklung ist halt reinschallern. Dann ist es nicht schlimm. Also wenn die letzte Entwicklung reinschallert, ist es nicht schlimm. Ich meine, das FM, das ist auch jetzt nicht gerade so von der Entwicklung her das stärkste Pokémon. Aber die letzte Entwicklung des Hafnir, das ist halt Gigastrong. Okay, die Verletzung schadet dem hier wieder. Okay, das hat. Boah, das ist ja schon eine miese Kombi. Feuerwirbel und. Okay, das Thermopods hat Biss ein. Kriegen wir jetzt beide einen Punkt oder kriegt nur der andere einen Punkt? Okay. Wir haben keinen Punkt bekommen, weil der den Last Hit gemacht hat. Oh, das ist ja echt. Ja, nehmen wir mal 30 Punkte auf die 2 KP können wir. Auch getrost verzichten. Jetzt muss schauen, was haben wir hier am Start? Okay, hier haben wir einen Thermopod am Start. Der hat einen Molunk. Okay, wir nehmen es mal mit der Antikraft. Warte mal, der greift mich an. Der greift einfach eiskalt mich an. Was ist denn das für ein Five-Hit? Aber jetzt kommt mein Five-Hit-Move. Ich fange mir das jetzt. So, das müsste uns 2 Punkte geben. Das heißt, wenn wir nochmal eins fangen. Dann. Okay, sehr gut, das bleibt drin. Und das Thermopod haben wir auch noch nicht. Das heißt, es gibt auch wieder einen Pokédex-Eintrag. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur noch eins fangen. Dann müssten wir eigentlich wieder. Ja, gehst in die PC-Box erstmal. Ah nein, wir brauchen 6 Punkte. Wir brauchen 6 Punkte. So, ich weiß nicht, ob ich den Feuer-Highlights hier ehrlich gesagt nehmen soll. Okay, ich probiere es. Ich mache es jetzt erstmal so, weil ich glaube, es ist besser, wenn ich als mich den Feuer-Highlight für einen Arena-Leiter aufhebe. Okay, einmal Antikraft auf Vulpix. Okay. Theoretisch. Okay, wir probieren es mit einem Superball. Okay, hat noch nicht geklappt. Ja, wir probieren es aber weiter, das gute Vulpix hier zu fangen. Was hat eigentlich ein moderates Level? Und das Klonkhead greift weiter an. Von dem her können wir es auf jeden Fall nochmal probieren. Wir probieren es mal mit einem Pokéball. Vielleicht kriegt man ja da irgendwas in die Richtung hin. Okay, haben wir noch nicht. Boah, das ist mit einer schon halt einfach beide angreift, ist halt auch. Dampfantrieb wirkt, Initiative steigt. Okay, also ich glaube, wir haben jetzt unsere letzte Chance, es zu fangen. Und ich würde es eigentlich schon gern haben. Deswegen, jetzt probieren wir es nochmal mit einem Superball. Komm schon. Oh, okay.
Dann wird es jetzt von dem Clonkert gefinisht. Okay, dann probieren wir unser Glück wieder beim Lichtel. Das ist aber auch. Also, dass das nicht drin geblieben ist, wundert mich echt. Weil arg viel mehr hätte ich ja eigentlich nicht machen können. So. Okay, Feuerfänger hat das Lichtel. Das heißt, es ist gegen Feuerattacken eigentlich so gesehen völlig immun. Greift es mich an? Okay, jetzt greift es Thermoport an. Wenn das jetzt auf jeden Fall nochmal getroffen wird, dann ist das RIP. Das müsste eigentlich perfekt sein, um das zu fangen. Ja. Okay. Wir holen es uns mit einem Superball. Wir holen es uns mit einem Superball. Hat sich wieder befreit. Okay, der. Die Frage ist, wie lange können wir das so machen? Oder bricht die Arena-Challenge dann irgendwann ab? Okay, wir werden jetzt hier auf jeden Fall mal auf das Kranowitz umsteigen. Weil das Thermoport können wir auf jeden Fall mit dem Kranowitz höchstwahrscheinlich one-shotten. Ich habe ehrlich gesagt schon vergessen, bei wie vielen Punkten wir sind. Aber das Malunk wird wieder uns angreifen. Ja. Hinterhältiges Molunk hier am Start. Hinterhältiges Molunk. Das wird wieder uns angreifen. Okay, doch nicht. Okay, haben wir es kurz gefinisht. Das gute Thermoport. Wenn wir Pech haben, greift das Molunk halt genau in der Runde das Thermoport an. Okay, wir brauchen noch einen Punkt und die Arena-Mission ist abgeschlossen. Ich habe ehrlich gesagt eher Bock, das Lichtel zu fangen. Muss ich schon so straight sagen. So, hoffen wir mal, dass das jetzt was wird. Weil das wäre schon schade, wenn wir das nicht fahren könnten. Okay, diesmal setzt Böde auf uns sein und okay. Wurde gefinisht. Okay, wir brauchen nur noch einen Punkt. Eigentlich will ich es fangen. Ja, komm, egal. Wir nehmen jetzt den Punkt safe mit, weil sonst brauchen wir noch ewig für die Arena Challenge. Sonst brauchen wir hier wirklich noch ewig für die Arena Challenge. Wir haben leider nur das Inferno-Pot bekommen. Ja. Heilen. Okay, das belebt man mal schnell. Und dann kriegt es einen Supertrank. Okay.
Und das da hier, okay. Okay, jetzt ist das auch wieder full. Okay. Ja, was halt doof ist, dass wir jetzt hierzu halt leider keine Musik haben. Denkt euch jetzt einfach irgendeine epische Musik dazu. Der joggt hier halber rein. So eine Art Laufjoggen. Zumindest sieht es echt weird aus, wie der da reinläuft. Aber auch hier wieder die Arena, wie die aufgebaut ist, so vom Stil her, auch im Feuerstil, ist schon nice, muss man sagen. Also, da ist halt echt was Nices geboten. Jo. Arenaleiter Kabu fordert mich heraus. Eigentlich müssten wir doch den herausfordern. Er fängt mit einem Vulnona an. Okay. Also wir nehmen auf jeden Fall hier unsere Dynamax Form. Nicht für eins von den ersten, sondern. Okay, sehr gut, dass das verfehlt hat. Wir nehmen es hier für das Kamal. Weil das Kamal wird uns hier durchcarryen, okay? Und das ist schon mal nicht gut. Wir gucken mal, wie viel die Aquaknarre der guten Vulnona antut. Aber ich habe so die Befürchtung, dass das noch weniger sein wird. Okay, könnte sogar ungefähr gleich sein. Machen wir es mal mit Aquaknarre weiter. Okay, aber jedes Mal, wenn er mich. Verbrennen will, funktioniert es nicht. Das ist ja schon mal gut. Okay, hier kommt wieder die Aquaknarre rein. Aber wir hatten hier jetzt auf jeden Fall Glück. Also der hat drei, vier Attacken, hat die gute Vulnona hier auf uns verpasst. Deswegen hat das Bitora jetzt auch den Kampf gewonnen. Aber sonst darf das niemals. Ja, okay. Es ist auch ein bisschen underlevelt hier an der Stelle. So, ich bin jetzt mal gespannt, ob das Waggon kommt. Nein. Ich glaube, das Nocturne, das bleibt voll so. Arcani. Ja, natürlich kämpfen wir weiter. Boah, Akani ist so ein geiles Pokémon. Ich weiß noch, Akani ist ja das Gegenstück zu Vulnona. Und also so rein optisch her und vom Aussehen her hätte Akani es eigentlich verdient gehabt, ein legendäres Pokémon zu sein. Und was ich halt auch immer krass fand, man hat es halt immer nur aus Vulcano bekommen. Und dann auch nur durch Tausch. Also du konntest es. Ich glaube, es war doch durch Tausch, oder? Oder durch einen Feuerstein. Ich bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt unsicher. Nein, aber ich glaube, man musste es tauschen. Ich glaube, man musste es tauschen. Und das gleiche war, glaube ich, auch bei Vulpix so. Ah, ich bin mir unsicher. Das gibt's doch nicht. Okay, ist ja auch nicht schlimm. Also entweder durch Tausch oder durch einen Feuerstein. Belassen wir es mal dabei. Und was ich so finde, was mit der größte Fehler eben von Pokémon war, also gerade was TCG jetzt angeht, dass die Arcani einfach im Base-Set keine Holo-Karte gegeben haben. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die da geritten hat, dass die dem keine Holo-Karte gegeben haben, aber die Holo-Karte von Arcani fehlt auf jeden Fall im Base-Set. Das ist einfach 10 aus 10. Oh. Oh, bitte seht es mir nach, es ist schon, sagen wir mal, ein bisschen fortgeschritten der Tag. Seitdem ich wach bin, von dem her, seht es mir nach, wenn ich hier ein bisschen müde bin. Aber trotzdem noch hier für euch den Content raushau.
Was muss, das muss, ne? Okay, ich hoffe mal, dass das jetzt kein Fail war. Okay. Okay, von der Seite her passt, also Akani ist besiegt, aber was halt nicht so gut ist, dass wir jetzt zwei Attacken auf den verbraucht haben. Ja, okay. Ich meine, es ist das Inferno-Pot. Das können wir theoretisch auch noch mit dem guten Kranowitz hier finishen. Mit dem Pflücker. Okay, wird Zeit für Giga Dynamax. Jetzt sehen wir das gute Inferno-Pot als Giga Dynamax. Und der gute Kabu hier mit den Flammen in seinen Augen. Er lebt quasi für den Kampf hier. Ja, und da haben wir schon so die Ansicht von dem Inferno-Pot mit dem Arena-Zeichen hinten dran, beziehungsweise dem Zeichen von dem Kabu. Ist auf jeden Fall ultra nice. Jetzt bin ich aber auch mal gespannt, was der für eine Attacke auf uns raushasseln wird. Okay. Da war es ja mal wieder komplett hier an der Stelle. Also werden auf jeden Fall noch ein paar Attacken brauchen für das Inferno-Pot. Aber dass ich insgesamt drei für das brauche, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also zumindest drei von den großen Attacken, von den Dynamax-Attacken. Na, Mist, okay. Okay, wir müssen auf jeden Fall die nächste Attacke treffen. Da gibt's kein Entkommen. Okay. Er trifft's auf jeden Fall. Okay, und es verwendet auch alle drei Attacken hier für das Kamalm. Das heißt, nach der Runde ist es wieder klein und wir können quasi es mit dem Kranowitz finishen. So, jetzt schauen wir mal. Stimmt, ich glaube, mit dem Pikachu habe ich noch keinen offiziellen Arena-Kampf bestritten, weil es ja bisher noch nicht unter Kontrolle war. So, dann nehmen wir einmal Pflücker. Und wir haben den dritten Arena-Orden. Boah. So, hier, Nummer 3. Pikachu sammelt fleißig weiter seine Level. Kabu hier am Boden zerstört. Na, wie es scheint, hast du wirklich noch nicht ausgelernt, gute Kabu. Aber ich bin jetzt mal gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Weil eigentlich nach einer erfolgreich absolvierten Arena kam bisher immer die gute Sania ins Spiel. Und vorher haben sie ja von der, beziehungsweise in einer der letzten Folgen haben sie ja von der Schatzkammer in Engine City gesprochen. Das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, wir werden jetzt nach Engine City, oder wir sind ja schon in Engine City, aber wir werden jetzt quasi die Schatzkammer besuchen. Wir werden jetzt die Schatzkammer besuchen. So aufregend. Pflanzen, Wasser und Feuerorden. Irrlicht, okay. Boah, Leute, okay. Also wir machen jetzt auf jeden Fall hier auch gleich nach der Videosequenz Schluss durch die Naturzone nach Claw City. Ah, okay. In der Naturzone können wir auf jeden Fall wieder schauen, was wir uns hier gönnen können. Hier wieder der gute Hop am Start.
Wo rennen wir jetzt hin? Okay. Also es kommen wahrscheinlich nicht viele an dem Cabo vorbei. Okay. Und weil es so was Besonderes ist, wenn die Leute hier quasi gegen den Cabo gewinnen, verabschiedet er die halt immer noch persönlich. Ah, ist aber nice. Als Arena, sondern auch als eure Fans. Okay, wir haben hier nicht Team Yell als unsere Homies am Start, als unseren Fanclub, sondern hier die ersten drei Arena-Leiter. Läuft bei uns. Ich meine, die gute Kate hat man immer gern dabei. Hast du ein paar Pompons in die Hand, dann läuft es. Okay, also, der sagt jetzt quasi, wir müssen einfach nur fest dran glauben, dann werden wir auch alle anderen Arena-Leiter besiegen. Okay. So, jetzt hoffe ich mal, dass. Okay, es kommt immer noch. Ja, gut. Jetzt sehen wir wahrscheinlich den Hop wegrennen und wir müssen hinterher. Irgendwo da drüben. Okay, jetzt zeigt es uns den Weg nach Claw City. Direkt in diese Richtung laufen, aber wollen wir das auch wirklich? Okay, ja, ich meine, bietet sich ja an, wenn man in der Naturzone ist, direkt neues Pokémon snacken. Liegt ja nahe. Okay, der Betis kommt wieder und stänkert rum. Wie war der Name nochmal? Hopp. Klasse Wurftechnik, der Bruder, der beste Champ. Ist nur von. Okay, der hoppt direkt wieder kopfüber in den nächsten Kampf rein, in den nächsten Trouble. Aber wir sind da ja fein raus, das heißt, wir können uns quasi direkt auf den Weg machen in Richtung Claw City. So. Speichern wir aber erstmal. Und die Folge ist ja auch jetzt, sag ich jetzt mal, schon ein bisschen vorangeschritten. Deswegen beenden wir auch das Video hier an der Stelle. Wir haben die ersten Pokéjobs angenommen. Wir haben den dritten Arena-Leiter, den Cabo, besiegt. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Wir haben auch nochmal zwei neue Pokémon auf jeden Fall gefangen. Heißt, ein bisschen was am Pokédex gemacht. Achso, ist einiges passiert in der Folge. Und jo, eigentlich kann ich nur sagen, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Ansonsten, falls ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert gerne den Kanal, durchstöbert meinen Kanal auch nach anderen Videos. Jo. Ich bin öfters mal online auf Twitch. Jetzt auch am 23.12., also einen Tag vor Weihnachten. Da dürft ihr gespannt sein. Wird auf jeden Fall ein Livestream werden. Was wir da machen werden, weiß ich noch nicht genau, aber höchstwahrscheinlich irgendwas in Richtung TCG Opening. Also, falls ihr da mit am Start sein wollt, kommt gerne mit dazu. Seid ihr recht herzlich eingeladen. Ich habe da natürlich auch ein Special mit am Start. Werde ich noch nicht verraten. Hatte ich ja auch gestern so angekündigt. Werde ich euch wahrscheinlich morgen ankündigen, was wir dann da am 23. aufmachen werden. Also seid gespannt und guckt morgen auch rein in das Video. Jo, ansonsten, wie gesagt, folgt mir auch auf Twitch, damit ihr eben keinen Stream mehr verpasst. Oder auch auf Instagram. Und dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, tschüss, ciao und ade. Wir sehen uns entweder hier im nächsten Video oder beim nächsten Stream. Bis dann, macht's gut.